Mal sehen, ob ich mich erinnern kann. Ja. Als erstes ging Miss Allaire in Richtung Villa und betrat sie logischerweise. Ich glaube, Liz besuchte auch einen anderen Ort, der an den Flur angrenzte. Welcher war es noch? Liz wusste sofort, was sie tun musste, als sie sah... Als sie sah... Was hat sie denn noch gesehen? Ich weiß. Sie machte dann etwas mit einem Kürbis. Wollte Liz malen? Nein. Warum hat sie dann sowas getan? Wenn man bedenkt, was für einen guten Kleidergeschmack sie hatte, verstehe ich nicht, warum sie das Ding nahm, das da hing. Als die Ausrüstung für den Alien-Look fertig war, gab Liz sie irgendjemandem. Liz wusste, dass es immer gut war, Taschen nach etwas Brauchbarem zu durchsuchen. Zur Not mehrmals. In jener Nacht entdeckte Liz, dass sogar der schlimmste Feind uns dank des passenden Geschenks helfen kann. Nachdem Fitz Randolph aus dem Weg geräumt war, erinnerte sich Liz an ihre erste Aufgabe. In einer Hinsicht war Liz etwas Besonderes. Sie sprach mit jedem. Egal mit wem. Wenn Dan nicht mehr dort war, warum ging Liz dann zum Wagen zurück? Vielleicht hoffte sie, dort irgendetwas Interessantes zu finden. Ich weiß es nicht. Entschlossen nahm Liz etwas, das sie in der Tasche hatte, und kippte es irgendwo anders hin. Ich würde nie verstehen, warum die Leute solche merkwürdigen Sachen trinken. Und Liz fragte sich, inwieweit kann Kürbispunsch das Sehvermögen beeinträchtigen? So weit, um aus mir eine Beverly Torrance zu machen? Warum suchte Liz etwas zu schreiben, wenn sie ein Aufnahmegerät hatte? Egal. Aus persönlicher Erfahrung durch ihre Familie wusste Liz, dass wohlhabende Leute oft vergesslich sind. Liz nahm die Kurbel und fast hatte sie Lärm gemacht. Habe ich Lärm gesagt? Nein, Musik hätte sie abgespielt. Nannte man sie deswegen die irre Liz? Aus persönlicher Erfahrung durch ihre Familie wusste Liz, dass man in höheren Kreisen eine gewisse Sorte Kaviar nicht ablehnen darf. Liz, die große Investigativjournalistin, wusste genau, dass ein gewisses Haustier ganz versessen war auf... Oder wusste sie es doch nicht? Jetzt, wo Liz den Notizblock hatte, war es vielleicht an der Zeit, etwas draufzuschreiben. Weil er in Abenteurermontur war, hob Dan eine Peitsche vom Boden auf und... Moment, es war nicht direkt eine Peitsche, aber es lag auf dem Boden. Wie jeder weiß, müssen manche Tiere angekettet werden, damit sie nicht davonlaufen. Leider hatte Dan weder Tier noch Kette. Dan hatte einen ausgeprägten Hang zum Prügeln. Was für ein Typ. Um ans Ziel zu kommen, musste Dan die Kralle von der Tür losbekommen. Aber wie? Dan nahm ein kräftiges Seil. Aber woher hatte er es? Dan stieg durch die Falltür im Lager hinab und weil sie zu hoch lag, kam er nicht wieder raus und verhungerte. Nein, er hat bestimmt überlebt. Aber wie ist er runtergekommen? So stieß Dan auf Professor Fly. Augenblick mal, sagte ich schon, dass Fly sich an Bord einer Yacht befand? Also ging Dan Murray von Bord und... Nein. Nein, er blieb an Bord. Oder doch nicht? Er wollte da ja keine Wurzeln schlagen, stimmt's? Als Kind war Dan Kleinkanove gewesen. Also nahm er irgendwas und zertrümmerte irgendwas anderes. Etwas, das sein Chef ihm überlassen hatte, glaube ich. Flys Yacht hielt noch die eine oder andere Überraschung für Dan bereit. Dan Murray war so stolz auf sein Meisterwerk, dass er es verewigen wollte. Mir wird schon noch einfallen, wie. Obwohl er nicht als Pflanzenfreund bekannt war, ging Dan mit irgendwelchem Grünzeug hinaus. Dans Neugier war geweckt. Was hatte es mit der Apparatur rechts im Flys Labor auf sich? Dan fiel etwas ein. Er könnte Flys Lebensanzeige austricksen. Aber wie? Wissen Sie, warum Dan Murray der beste Sportreporter Kaliforniens war? Weil er sich die Hände wundschrieb.
Genauer gesagt schrieb er, bis er keine Nägel mehr hatte. Keine Ahnung, warum Dan das Ding wählte. Denn mit Musik? Naja, einige Lieder mochte er schon. Aber nur, wenn eine Cheerleader-Gruppe dazu tanzte. Dan würde sich nichts in die Taschen stopfen, ohne zu wissen, was es war. Nein, niemals. In dem Augenblick näherte sich Dan jemandem und gab ihm irgendwas. Ja, auf jeden Fall irgendwas. Dan wollte die Flasche öffnen und schnappte sich ein... Augenblick mal. Er hatte gar keine Flasche. Wo hab ich nur meinen Kopf? Siegesgewiss beschloss Dan, sich dem Sittenverfallstest zu unterziehen. Um den Sittenverfallstest zu bestehen, musste Dan sich nur ein paar improvisierte Verse des Poeten des Schmerzes merken. Oder ihn darum bitten, sie ihm ins Gedächtnis zu rufen. Als ob er noch nicht genug geredet hätte, kam er wieder herein und unterhielt sich mit Fly weiter. Sie sprachen über Teleportieren. Komisches Zeugs. Vielleicht war in Edgars Nähe etwas, das Dan brauchte. Obwohl die bildende Kunst nicht Dans großes Hobby war, bot sich ein Mal-Happening geradezu an. Dan ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen. Aber was malte er da? Es wurde Zeit, Edgar zu sagen, dass jemand etwas dagelassen hatte. Die Leute sind ja so vergesslich. Dan suchte, bis er die einzige Person fand, die ihm in einer solchen Lage helfen konnte. Während Dan Kromhaar aus nächster Nähe lenkte, überlegte er, dass er vielleicht etwas Interessantes in die Hände bekommen könnte. Als Dan den Stab der Robowache sah, dachte er, das ist doch gar nichts, ich habe etwas Besseres. Und in der Nähe einer der Statuen im Innenhof entdeckte Dan einen Saal, der noch eigenartiger als der Poet des Schmerzes war. Um das Problem des Mumienhütchenspiels zu lösen, beobachtete Dan jedes Mal, wenn er einen Sarkophag öffnete, genau an welcher Position die Mumie erschien. Dan Murray würde niemals ein Grab plündern. Nein, niemals. Ich erinnere mich ganz genau. Ohne Wenn und Aber. Dan war in einer Notlage. Wie konnte er sie überstehen? Er brauchte ein Zeichen, ein Schild, das ihm weiterhalf, aber woher nehmen? Als er durch den Innenhof spazierte, fand er Kromhaars Theater. Dan interessierte sich für Ducky, einen Roboter, der einige angenehme Überraschungen barg. Dan sollte kein Interesse an Zauberei gehabt haben. Aber klar interessierte er sich dafür. Warum hätte er sonst gestohlen, was er dann stahl? Im Tempel war ein so unglaublich magisches Objekt, dass Dan nicht anders konnte, als den Hut vor ihm zu ziehen. Dan Murrays große Zaubernummer hätte Lebende, Tote und Roboter beeindruckt. Schade, dass niemand zusah. Dan kehrte ins Theater zurück und nahm... Was war es noch? Endlich hatte Dan die 8 vom Orakel geforderten Hieroglyphen beisammen. Er musste sie ihm nur geben. Dan bestand die Syntaxprüfung erst, als er genau aufpasste, in welcher Position die Hieroglyphen erschienen, und konnte auf diese Weise seine Gedanken ordnen. Gleich und gleich gesellt sich gern, sagte sich Dan. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Dan sah sich das Buch der Toten ganz genau an und wusste sofort, mit welcher Art Schlüssel es sich öffnen ließe. Offen und mitteilsam, wie Liz war, unterhielt sie sich mit dem Koch des Zeppelins, bis er ihr ein grausiges Geheimnis anvertraute. Obwohl sie zu Abend Pausbäckchen gegessen hatte, schien Liz noch Hunger zu haben. Ständig suchte sie nach Essen. Sie muss am Verhungern gewesen sein. Warum hätte sie Fitz Randolph sonst danach gefragt? Küchengeräte, murmelte Liz. Genau das brauche ich, um Fitz Randolph umzulegen. Eine so gute Schützin wie Liz konnte der Versuchung nicht widerstehen, ihre Treffsicherheit zu demonstrieren. Die Lösung war klar. Liz musste stechen. Etwas mit etwas anderem. Und endlich gelang es Liz, Fitz Randolph loszuwerden. Woran ich mich nicht erinnere, ist wie, aber das macht doch nichts, oder? Sich des großen Risikos, das sie einging, bewusst, wappnete Liz sich mit Mut und auch mit... Waffen. Liz musste schießen, aber sie hatte ein kleines Problem. Die Pistole war nicht geladen. Was hing da von der Decke? Liz wusste es und ich habe es vergessen. Liz würde nie auf ein unschuldiges Tier schießen. Nie, niemals. Wenigstens, soweit ich mich erinnern kann.
Es gab da mal ein Hähnchen und Liz schüttelte es. Oder sowas in der Art. Jetzt habe ich den Faden wirklich verloren. Ich weiß nicht mehr, was geschah. Das ständige Hin und Her hatte Liz wirklich ermüdet. Also suchte sie sich einen Gehstock. Küchengeräte, murmelte Liz. Genau das brauche ich, um Fitz Randolph umzulegen. Aber was sag ich da? Fitz Randolph war schon hinüber. Wozu wollte sie nur diese Unmengen an Sachen haben? Von allen Dingen, die Liz gesammelt hatte, kombinierte sie zwei und bastelte so einen äußerst nützlichen Schnickschnack. Endlich konnte Liz den Balkon öffnen, um ihren Fluchtweg zu sichern. Und das machte sie, genau. Jetzt, da Fitz Randolph schlief, konnte Liz vielleicht die Sachen im Esszimmer unter die Lupe nehmen. Das um die Ecke denken war Liz prägendstes Merkmal. Wenn sie den Tresor nicht öffnen konnte, würde sie schon einen anderen Weg finden. Der Tresor ist nicht sicher genug, dachte Liz. Wie kriege ich es besser hin? Liz überlegte. Ich bin auf einem Zeppelin. Was nehme ich im Notfall mit? Zum Glück legte Liz einen Fallschirm an. Und nein, sie legte ihn nicht an. Was machte sie noch mit ihm? Der Tresor war transportbereit. Worauf wartete Liz? Kinder! Damals im Herbst 2010 ist euer Onkel Rob... ich habe die Geschichten wohl verwechselt. Na dann zurück zu unserer. Dan fragte und fragte, bis jemand die richtige Antwort ausspuckte. Jetzt, da er ein Bein frei hatte, würde er vielleicht etwas Erreichbares in seiner Umgebung finden. Wie konnte Dan so etwas tun? Einen Freund verraten? Wie hässlich! Obwohl Liz keine sehr ausgeprägte künstlerische Ader hatte, ließ die Malerei sie nicht kalt. Der Aufzug brachte Liz auf irgendeine Etage, auf der sie versuchte, irgendjemanden zu trösten, dem es nicht gut ging. Und dabei fand sie irgendetwas. Liz, die sich an die Lektionen ihrer Oma Adele erinnerte, schickte sich an, ein paar Knöpfe an ihr Hemd zu nähen. Augenblick mal, trug sie nicht ein Kleid? Woran denn dann? Liz nahm eine Dusche. Vielleicht nicht gerade das. Vielleicht war es auch ein Bad. Nachdem Liz ein automatisches Bewässerungssystem im Garten installiert hatte, wollte sie... Nein, ich bringe alles durcheinander. Ich habe nichts gesagt. Obwohl Liz ein Stadtmensch war, wusste sie, dass reife Früchte nicht an den Bäumen bleiben sollten, sonst würden sie verderben. Liz ließ nicht locker. Und dank ihres Sinns für Rhythmus brachte sie das Orchester dazu, einen Tango zu spielen. Obwohl sie auf dem Zeppelin ein ähnliches Ding nicht hatte öffnen können, versuchte Liz ihr Glück nochmal und... schaffte sie es? Nanu, wo sind meine Gedanken? Als treusorgende Schwester versuchte Liz, ihrer Erinnerungen wieder Herr zu werden. Sie erzählte sie Queenie, damit diese neue Inspiration daraus gewann. Liz bekam Appetit auf Saft. Also griff sie sich das notwendige Werkzeug, um ihn zuzubereiten. Ein Feuerlöscher, feuerrot lackiert. Woher nehmen wir nicht stehlen? Wem sollte Liz die Farbe geben? Und endlich kam der Augenblick der Wahrheit. Liz stellte sich ihrer größten Angst. Was findet man in Mädchentaschen? Wahrscheinlich viel mehr als in Männerköpfen. Wie überzeugte Dan Fitz Randolph davon, dem Labor fernzubleiben? Fraglos mit seiner überragenden Redekunst. Die Leute sollten aufpassen, was ihnen beim Aufstehen aus den Taschen rutscht. Wofür könnte man den Buchstaben und die drei Zahlen auf dem Zettel brauchen? Wer könnte Interesse an einem romantischen, eleganten kleinen Geschenk haben? Teile. Jemand brauchte verschiedene Teile. Und Dan würde sie besorgen. Was hatte Liz im Dschungel gefunden? Ach ja, nein, ich erinnere mich nicht. Liz vertrug sich gut mit ihrer Schwester. Also beschloss sie, ihr etwas zu schenken. Liz unterhielt sich lange mit dem wortgewandten Dan aus dem Dschungel. Was für ein Typ. Während die eine Liz draußen Schminke suchte, blieb die andere und suchte... drin. Irgendjemand wartete seit langem auf irgendwelche Eintrittskarten. War die Zeit schon gekommen? Auch wenn es ein Traum war? Mal nachdenken. Wer hatte sie um eine Partitur gebeten?
Wir. Es ist wahr, dass Liz große Empathie entwickeln kann, aber inwieweit konnte sie sich mit einem Bild identifizieren? Schachteln über Schachteln. Waren die wirklich alle unnütz? Und Liz bekam Angst vor Unterernährung. Deswegen beschloss sie, ihren Speisezettel zu erweitern. Moment mal. Ich fürchte, mein Kopf treibt wieder seine Spielchen mit mir. Liz, Sachkenntnis haben. Liz möchte nochmal versuchen, sagte Liz. Liz war wirklich verzweifelt. Dafür würde jemand teuer bezahlen. Ach, Liz. Wie konnte sie nur auf den Gedanken kommen, dass es Zeit war, mit Puppen zu spielen? Die schmerzhafte Art, ein Held zu werden, ist, auf das zu verzichten, was man sich am sehnlichsten wünscht. Dan wurde klar, dass er denjenigen verfolgen sollte, der früher oder später sein Opfer werden würde. In dem Moment brachte Dan zwei Themen zur Sprache, die unauflöslich verkettet scheinen. Politik und Laster. Dieses Abenteuer war dabei, Dan Murray grundlegend zu verändern. So grundlegend, dass er daran dachte, Teetrinker zu werden. Da er kräftige Getränke bevorzugte, überlegte Dan, wie er den Tee stärken konnte. Was für einen Sinn hatte das, was Dan unmittelbar darauf tat? Ich habe keine Ahnung. Dan war völlig verrückt. Warum wollte er diese Tür in Brand stecken? Im Leben jedes überzeugten Junggesellen kommt ein entscheidender Moment. Der grausame, unaufschiebbare Moment des Saubermachens.